Also mein Vortrag gliedert sich in drei Teile. Zuerst möchte ich der Frage nachgehen, wie es überhaupt zu dieser immensen Staatsschuldenkrise kommen konnte, unter besonderer Berücksichtigung der geldpolitischen, der monetären Aspekte, die hierbei eine Rolle spielen. Im mittleren Teil werde ich über das aktuelle Krisenmanagement der Euro-Regierungen und der Europäischen Zentralbank sprechen und versuchen zu bewerten, welche Aussichten das hat oder eben auch nicht hat. Und im abschließenden Teil komme ich dann zu der Option, das Problem durch eine Geldreform, eine Reform der Geldschöpfung zu bereinigen. Nun, wenn man über Staatsverschuldung spricht, das Naheliegendste ist zu sagen, ja klar, die Politiker können nicht mit Geld umgehen, den Staat darf man nicht zu viel Geld überlassen. Das ist ein Politik- und Marktversagen. Ich glaube, das ist zutreffend, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Noch lange nicht. Aber es gibt in der Tat diesen Zusammenhang. Der Zusammenhang besteht, wenn Sie es rein ökonomisch betrachten, darin, dass wir historisch überaus hohe Staatsquoten haben. Also die Staatsausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt sind sehr hoch. 50 bis 95%. Das hat zur Folge eine sehr hohe Steuer- und Abgabenlast, aber die Bürger zahlen nicht so gerne Steuern. Deswegen sind die Steuern immer, das Steueraufkommen immer weniger, als der Staat ausgibt. Diese Lücke ist das berühmte Haushaltsdefizit und das wird geschlossen Jahr für Jahr durch mehr Verschuldung. Und das führt im Laufe der Jahrzehnte zu diesen akkumulierten Schuldenbergen, von denen man auf reguläre Weise wohl nicht mehr herunterkommt. Es bringt auch mit sich eine steigende Zinslast und einen eingeschränkten Handlungsspielraum für die Regierung. Dazu ein paar Bilder. Hier sehen Sie ein Jahrhundert lang. Die Bilder hier sind jetzt alle für die Gesamtheit der fortgeschrittenen Industrieländer, meistens der OECD-Staaten. Hier sind jetzt die 13 reichsten Nationen, also ein Durchschnittswert. Sie sehen, wie von noch vor 100 und über 100 Jahren lagen die Staatsquoten bei 6 bis 11%. Und sie sind halt seither gestiegen, wie Sie sehen, auf um die 50%. Davon macht nur noch die Schweiz eine Ausnahme. Das sehen Sie hier unten links. Amerika hatte früher eine ähnliche Staatsquote wie die Schweiz, aber das ist lange vorbei. Amerika hat sich gerade durch das Versagen der Reaganomics sehr stark in Richtung europäische Staatsquoten bewegt. Hier sehen Sie bei den blauen Balken, das ist ein internationaler Vergleich, das sind die effektiven Abgabenquoten und sie liegen unterhalb dieser Staatsausgaben. Also sie liegen so im Bereich von 35 bis 45%, die Staatsausgaben liegen aber bei 50 bis 55%. Hier sehen Sie das notorische Haushaltsdefizit, auch über die Jahrzehnte. Einzelne Staaten haben mal ein Plus, die Gesamtheit aller Staaten ist praktisch immer im Minus, außer jetzt mal ein ganz besonders fulminantes Jahr, das war die Dotcom-Bubble im Jahr 1999-2000, sonst immer im Minus, es geht konjunkturell rauf und runter, aber immer Minus. Und das hat dann nun zur Folge eben diese akkumulierten Staatsschulden und diese ganzen Bewegungen. Das gilt im Übrigen auch für die Spekulationsblasen an den Finanzmärkten. Das setzte immer ein, so um 1980 plus minus, Ende der 70er, Anfang, Mitte der 1980er Jahre. Und dieses Bild, was Sie hier sehen, das gilt so sinngemäß für alle fortgeschrittenen Industrieländer mehr oder weniger. Japan, da fing es zuerst an und besonders ausgeprägt. Hier eine sehr sinnvolle Überschrift, das sind die Vereinigten Staaten, nicht der Tsunami der Staatsschulden. Das hier ist Großbritannien, das hier ist Deutschland, also das ist in jedem Land ungefähr gleich. Ne? So, das übergehe ich. Es ist interessant zu wissen, wem diese Staatsschulden gehören. Was für den Staat Schulden sind, sind ja für diejenigen, die die Staatsschulden finanzieren, für die Gläubiger. Die haben ja Wertpapiere, Forderungen auf Geld, auf Rückzahlung von Geld. Wer ist im Besitz der Staatsanleihen? Was Sie hier sehen, gilt für die Eurozone. Ich spreche über die Euro-Staatsverschuldung. Und in der Eurozone ist es so, dass 50 bis 60% der Staatsanleihen befinden sich im Besitz von Banken. Das hat damit zu tun, dass es Bankenkonsortien gibt,
die diese, im Sinne eines Initial Public Offering, die diese Staatsanleihen an den Markt bringen, besser gesagt bringen sollen. Aber sie bringen etwa nur die Hälfte an den Markt, die andere Hälfte behalten sie nicht. Ein gutes Geschäft zumindest gewesen. Ein weiteres Drittel ist im Besitz von Fonds, zum Teil auch Versicherungen. Soviel ich weiß, spielt das auch in der Schweiz eine größere Rolle als sonst im Euroraum, übrigens auch in Großbritannien, das kapitalgedeckte Pensionsfonds. Und tatsächlich nur je nach Land 7-16% der Staatsanleihen oder der Staatsschulden befinden sich im Besitz von Privatpersonen, wie wir hier beisammen sind. Über die Gründe dieser Staatsverschuldung, die politischen Gründe, kann ich nicht zu viel sagen, ist nicht mein Thema, aber wenigstens diese kleine Liste. In Europa hat es sehr viel zu tun mit der Expansion des Sozialstaates und der Zunahme sonstiger öffentlicher Aufgaben. Die Bürgerschaft heute erwartet sehr viel vom Staat und das kostet natürlich auch Geld. Speziell in den USA hat es mehr zu tun mit der militärischen Hochrüstung und fortgesetzten militärischen Interventionen weltweit. Generell hat es zu tun, wie dargestellt, in der ökonomischen Theorie der Politik und dem Klientelismus der Wähler. Und also die Wähler wählen Parteien unter dem Aspekt, habe ich von denen einen ökonomischen Nutzen oder Schaden, die mir wollen, die noch mehr Steuern von mir oder kriege ich von denen irgendeine Subvention und so weiter und so fort. Und dazu gehört dann eben auch der notorische Lobbyismus der organisierten Interessen, der sich keineswegs auf kommerzielle Interessen beschränkt, sondern dazu gehören natürlich auch sonst heute eine ganze Reihe auch zivilgesellschaftlicher Pressure Groups, die für alle möglichen kulturellen, sozialen, ökologischen, naturschützerischen und anderen Anlässe nun eben auch Druck ausüben, dass hier entsprechende Fonds bereitgestellt werden. Es gibt nicht zuletzt im Zusammenspiel damit das Interesse der Parteien, ihr eigenes Machtinteresse, also an die Regierung zu kommen oder mitzuregieren oder sich an der Regierung zu halten. Und das können sie nur, wenn sie eben mit den Wählern und sonstigen Interessengruppen so eine Art moderne Patronage-Klientel-Beziehung eingehen. Und das hat zur Folge, dass eben Staatsausgaben eher zunehmen und nicht abnehmen. So, das ist insoweit richtig. Wir haben also Politik und Staatsversagen. Aber, Stichwort, das ist erst die halbe Wahrheit, denn die ganze Wahrheit, da fehlen die Gläubiger. It takes two to tango. Ja, woher kommt denn überhaupt das viele Geld? Wer hat denn das viele Geld? Oft, wenn ich diese Frage irgendwo in Diskussionsrunden aufwerfe gegenüber Politikern, ist mir schon wiederholt gesagt worden von Seiten der Politiker, ja, das ist ihr und mein Erspartes. Wir geben das unserem Staat. Und wenn Sie sehen, wie die Verteilung wirklich ist, wer im Besitz der Staatsanleihen ist, dann erkennen Sie natürlich sofort, dass das, freundlich gesagt, sehr weit hergeholt ist. So, ne? Also der springende Punkt ist der, dass diese Staatsschulden heute, also der Mechanismus ist je nach Währungsraum etwas unterschiedlich, aber es läuft immer darauf hinaus, dass es Konsortien privater Banken sind, die praktisch dem Staat diese Schuldscheine abnehmen und sie platzieren. Wie auch immer das, durch welches konkretere Verfahren immer das gemacht wird. Und in dem Zusammenhang möchte ich hier eben die These formulieren, dass diese jahrzehntelang kumulierten Staatsschulden, das ist nichts anderes als noch eine Investmentblase aus Sicht der Banken. Das ist ja eine Geldanlage. Ne? Banken legen Geld an, betreiben Investment in Aktien, in Immobilien, in Derivaten und in sonstigen Geschäften. Und die Geldanlage in Staatsanleihen und auch die Geldschöpfung, um Staatsanleihen zu erwerben, das ist natürlich ein großer Extrabereich des Bankinggeschäfts geworden. Es wird im Sprachgebrauch der Banken, wird es nicht als Investmentbanking geführt, aber nach meinem Verständnis ist es genau das. Es ist eigentlich eine Sparte des Investmentbanking. So,
nur eine, die halt nicht ganz so, soll ich sagen, aufregend achterbahnmäßig ist, wie wenn sie irgendwie in Zinsderivaten spekulieren oder andere Dinge mehr. Also kurz gesagt, dass diese Staatsanleihen weltweit in den fortgeschrittenen Industrieländern, das ist eine tatsächliche Megablase. Also Blase im Sinne einer spekulativen Überausdehnung von eine Überakkumulation von Kapital, von Finanzkapital, ein Überinvestment. Das nennt man eine Blase und das ist hier eine veritable Megablase. Und ein Überinvestment in eine bestimmte Assetklasse und diese Assetklasse sind eben Staatsanleihen, also die sogenannten Rentenmärkte. Und das ist bezahlt durch Chiralgeldschöpfung der Banken. Und warum geht das so? Das ist der Hintergrund oder zum Hintergrund gehört, dass die Staaten haben sich heute vor einer Reihe historischer Erfahrungen, die Staaten selbst haben sich verboten, sich selbst Geld zu drucken. Der Finanzminister darf sich nicht selbst Bargeld drucken, obwohl er noch das Münzmonopol hat. Aber das muss er über die Zentralbank im Umlauf bringen. Und die Zentralbank darf dem Staat auch kein Geld drucken, sondern die Zentralbank ist heute nur noch dafür da, den Banken Geld zu drucken. Beziehungsweise die Banken brauchen nicht viel Geld von der Zentralbank, aber die paar Reserven, das bisschen Bargeld, was sie brauchen, das druckt die Zentralbank den Banken und nicht den Staat. Und die Banken machen sehr gerne, was der Staat sich selbst verboten hat, nämlich Geld drucken, was die Maschine hergibt. Ja, die Staaten machen das, was sie sich selbst verboten haben, da springen die Banken sehr gerne in diese Lücke und erzeugen also Geld, so viel der Staat benötigt. Und also wie ich hier aufgeschrieben habe, in inflationärer Weise Geld drucken bis zum Zusammenbruch. Wobei, sollte ich dazu sagen, wenn ich von Inflation spreche, meine ich damit nicht nur die Verbraucherpreisinflation, die wir zweifellos auch haben, und unterschiedlich hoch. Ich meine damit in unserem Zusammenhang vor allen Dingen Finanzblasen. Also Inflation im Sinne der monetären Inflation, der Asset Inflation und der Asset Price Inflation. Und auch Mengeninflation im Sinne von Blasenbildung. Nicht? So. Und für die Banken ist das ein schlaues Geschäft. Also gerade im heutigen Chiralgeldregime der Banken, das wir weltweit haben, beziehungsweise im System des fraktionalen Reservebankings, sind nur zwei Namen für dieselbe Sache, benötigt eine Bank, oder sagen wir mehr das als Bankensystem oder dieses Konsortium von Banken, das jeweils die Staatsanleihen abnimmt, um 100 Einheiten Chiralgeld zu erzeugen, benötigen die Banken im Durchschnitt etwa 2-3% Bargeld, 6% Zahlungsreserven, das sind die Überschussreserven bei der Zentralbank und vielleicht noch, wo das verlangt wird, eben 1-2, manchmal auch mehr, eine Mindestreserve. Das heißt also zusammen 8-10%, also von dem, was die Banken an Chiralgeld erzeugen und auch für den Staat erzeugen, benötigen die Banken selbst nur, je nachdem, sagen wir 6-10% in Form von Bargeld und Zentralbankreserven, um diese Summen dann auch auszahlen zu können und in Zirkulation zu bekommen. Und die Banken machen das gerne, weil in ihren Augen ist der Staat der denkbar beste Schuldner, auch wenn er schon viele Schulden hat. Warum? Weil der Staat oder staatliche Organe in der Regel einen sehr großen und überhaupt den größten Geldfluss haben, aufgrund ihres Steuermonopols und aufgrund ihres Gewaltmonopols Steuern einzutreiben. Das ist wunderbar. Und das ist der Grund, weshalb hier die Geldschöpfung wirklich grenzenlos sein kann. Wenn ein normaler Privatmann oder eine Firma zur Bank geht und will einen Kredit, muss sie Sicherheiten bringen oder Bürgen bringen. Der Staat muss keine Sicherheiten bringen. Der Staat sagt, ich habe ein Steuermonopol. Wunderbar, sie kriegen Geld. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Hier wird praktisch ein gewisser Begrenzungsmechanismus an der Stelle völlig ausgehebelt. Hier wird auf guten Glauben so viel Geld gedruckt, wie nachgefragt wird. Fertig.
Hier sehen Sie dann rechts oben, das ging so lange, bis eben die Immobilienblase platzte 2007-2008 und dann die Banken gerettet werden mussten, weltweit in den Industrieländern. Und zur Rettung dieser Banken mussten sich die Staaten nochmals exorbitant verschulden. Und es gab dann, wo sind wir hier? Es gab dann hier diesen nochmaligen immensen Schub an zusätzlicher Staatsverschuldung. Das ist ja schon sehr sinnig, nicht? Also der Staat musste die Banken retten, weil die Banken sich spekulativ vergaloppiert hatten mit bestimmten Arten von Investmentanlagen. Und um die Banken zu retten, leiht der Staat sich das Geld bei den Banken, die er retten muss. So, und als das den Banken irgendwie mal dämmerte im Jahr 2009-10, da brach das zusammen, da kam es zu einer sogenannten Neubewertung der Situation. Und was also die Banken zuvor Jahre und Jahrzehnte dann gedankenlos immer weiter betrieben haben, im Zusammenspiel mit der Regierung, ja, takes two to tango, ist noch keine einseitige Schuldzuschreibung. Da kam plötzlich der Verdacht, den man vorher immer von sich gewiesen hatte, mir schwand, das Ende der Fahnenstange ist erreicht. Das können die doch im Leben nie wieder tilgen. Ja, die können ja nicht mal mehr die Zinsen zahlen für den Berg Schulden, den die aufgehäuft haben. Und dann dann brach das ab, zum Beispiel in der Eurozone, wir hatten bis dahin eigentlich unverständlich konvergierende Niedrigzinsen. Ich war völlig unabhängig abgelöst von der Produktivität der verschiedenen Nationen, also der ökonomischen Produktivität, von ihrem schon vorhandenen Staatsschuldenstand und der Größe des nationalen Bruttoinlandsproduktes. Alle haben zum selben niedrigen Zinssatz sich verschulden können. Für meine Begriffe ist das eine Form von Marktversagen. Also Bankenversagen, Marktversagen, insbesondere auch ein Versagen der Ratingagenturen. Und plötzlich im Erkennen der Situation brach das um und aus den konvergierenden Zinsen wurden wild divergierende Zinsen und es wurden plötzlich von Staaten, denen man noch vor einem Monat Geld zu 2, 3, 4% Zinsen gegeben hat, von denen verlangte man plötzlich 12, 14, 15, 16% Zinsen. Also die Finanzierung, ich komme jetzt etwas allgemeiner zum Chirac-Geldsystem, die Finanzierung dieser Staatsanleihen ist im bestehenden System einer von zwei Kanälen, durch welche die Chirac-Geldschöpfung zu einer Aufblähung der Finanzaktiva beiträgt. Der andere Kanal, über den wir hier im Rahmen der Monetative schon wiederholt gesprochen haben, das ist die kreditäre Aufhebelung von spekulativen Geldanlagen. Im Englischen sagt man das zu dem berühmten Leverage. Und wenn man sich vergaloppiert hat und also zu viel Leverage hat, das heißt zu viel auf Kredit, zu viel auf Pump in die Spekulation gegangen ist, dann muss man deleveragen. Das ist also eine Umschreibung für einen sehr schmerzlichen Prozess der Schrumpfung von Bilanzen und realwirtschaftlicher Schäden, die eintreten und anderen mehr. Jedenfalls auf beiden Kanälen kommt es zu dem, was hier aufgelistet ist, eine Ausweitung der Geldmenge überproportional zum BIP, das ist sehr wichtig, einem Auftrieb der Verbraucherpreisniveaus, also Inflation, einer Mengen- und Preisinflation von Finanzaktiva, einer Überschuldung der Akteure, bei uns insbesondere staatliche Akteure, aber eben auch die Banken selbst sind überschuldet, die Banken untereinander. Es kommt im Zusammenhang damit, mit diesem überproportionalen Wachstum von Geldmengen und Finanzaktiva, die ja alle verzinst werden wollen, zu einer Verstärkung des Zins- und Zinseszinseffektes und infolgedessen kommt es dann zu einer immer stärker werdenden Verschiebung der Primäreinkommen. Nicht? Es bestand jahrzehntelang ein gewisses Verhältnis, ich weiß nicht, ob man das ein Gleichgewicht nennen kann, ein gewisses relativ stabiles, nur leicht oszillierendes Verhältnis in der Verteilung zwischen den Arbeitseinkommen und den Zinseinkünften. Und das ist ins Rutschen geraten in den letzten 20, 30 Jahren, auch seit 1980
Verlauf der 1980er Jahre. Auch dazu ein paar Zahlen und Bilder. Am ausgeprägtesten, warum, kann ich Ihnen leider nicht sagen, sehr extrem ausgeprägt in Deutschland in den ein, zwei Jahrzehnten vor der Krise. Die reale Wirtschaftsentwicklung in Deutschland wies ein Wachstum von 23% auf. Das sehen Sie hier ganz unten. Ne? Nominal, also mit Inflation, war das schon mehr als doppelt so hoch, nämlich über 50%. Aber die Geldmenge, die real zirkulierende Geldmenge, die wuchs, also praktisch sagen wir mal einfach gesprochen, achtmal so hoch, achtmal so viel, wie die Realwirtschaft gewachsen ist. Wie erklärt man sich das? Also das ist eben vor allen Dingen Geld, das dann eben immer mehr in die Finanzwirtschaft geflossen ist. Und dieses Bild hier zeigt Ihnen den überproportionalen Anstieg der Geldmenge zunächst. Es sieht flach aus, ist aber in Wahrheit ein sehr starker Anstieg, weil dieser Indikator bewegt sich ja im Rahmen von etwa 0,2 bis maximal dann 1, vielleicht auch darüber, aber ist unwahrscheinlich. Von daher ist das ein sehr starker Anstieg. Hier haben Sie Deutschland sehr ausgeprägt. Hier haben Sie Großbritannien ebenfalls sehr ausgeprägt. Hier haben Sie Japan, das den, wie gesagt, den längsten schon derartigen Krisenverlauf hat. Und das ist also auch überall zu zeigen. Hier sehen Sie den Zusammenhang zwischen der Geldmengenausweitung oder stärkeren oder geringeren Ausweitung und der Verbraucherpreisinflation. Und Sie sehen, wie das im gleichen Rhythmus sich bewegt. Ein sehr robuster empirischer Befund, egal wie Sie das messen, welche Art von Geldmenge Sie nehmen und Core Inflation oder ganze Inflation, es kommt immer dasselbe Bild dabei heraus. Das ist sehr wichtig, was Sie hier sehen, dass also erst die Geldmengen wachsen und infolgedessen wachsen dann auch die Geldvermögen und die Wertpapiervermögen. Das ist im Übrigen auch durch die Staatsanleihen selbst so direkt, denn die Staatsanleihen, was macht der Staat? Der Staat gibt das Geld aus für irgendwas, sehr wenig für Investitionen und das geht dann also, zirkuliert vielleicht ein, zwei, drei Mal, wird es für konsumtive Zwecke in der Realwirtschaft ausgegeben und dann landet es irgendwo auf irgendeinem Sparkonto und auf irgendeinem Termingeldkonto oder es landet von vornherein bei Firmen oder Finanzanlegern und von dort werden diese Guthaben dann wandern dann auch wiederum in diese Finanzmärkte hinein und bleiben also nicht in der Realwirtschaft. Nicht? Und so sehen Sie, dass, wenn Sie mal das rechte Bild betrachten, in den Vereinigten Staaten die Gesamtheit aller Finanzaktiva, hinter denen auch Staatsverschuldung steht, das oszillierte etwa bis in die 1980er Jahre auf einem gewissen Niveau und dann fing das an, aus dem Ruder zu laufen. Das ist eine Take-off-Kurve, wie sie im Buch steht. Nicht? Links ist wieder Beispiel Deutschland, wo man eben auch sieht, wie die Geldvermögen stark überproportional zur Wirtschaftsentwicklung gewachsen sind. Hier am roten Segment sehen Sie, was ich vorhin sagte. Also diesen Vermögen stehen ja Schulden gegenüber. Und wer sind die Schuldner? Und hier sehen Sie, dass vor allen Dingen in diesem Zeitraum die Verschuldung der Geld- und Finanzinstitute stark zugenommen hat. Das ist kein Widerspruch, sondern das ist dieser berühmte Prozess des also Leveraging, nicht? Die Aufhebelung von eigenen, von spekulativen Investments. Die Banken können ja nicht, das ist ein kompliziertes Thema, kann ich hier nicht weiter ausführen, aber im Prinzip kann eine Bank nicht sich selbst Geld ins Konto schreiben. Wenn Sie zwar von, ich kann das nicht weiter ausführen. Also das Ergebnis ist, dass die Banken untereinander sich Geld, Kredit geben, nicht der berühmte Interbankenkredit. So, und das ist das, was Sie hier sehen. Die wechselseitigen Verbindlichkeiten der Banken untereinander. So, und das ist also, das sehen Sie sehr deutlich, wie fulminant das eben angestiegen ist. Die Zahlen hier sind aus den Vereinigten Staaten, aber wie gesagt, das ist in den meisten Ländern so ähnlich. Das ist dann die nationale Gesamtverschuldung, die in diesem Prozess gestiegen ist. Und jetzt ein Wort zu der immer schräger werdenden oder
schieflaufenden Einkommensverteilung, die sich daraus ergibt. Es ist kurz gesagt so, dass alle Einkünfte, die es in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung gibt, die erfasst werden, die müssen aus dem laufenden Wirtschaftsprodukt erbracht werden. Egal, ob es Arbeitslöhne sind, Gehälter, Arbeitseinkommen oder ob es sich um Steuern und Abgaben handelt oder ob es sich um finanzwirtschaftliche Zahlungen leistet, um Transfers, um Zins- und Tilgungszahlungen oder was auch immer. Alle diese Zahlungen müssen erbracht werden aus dem laufenden Wirtschaftsprodukt, wie es indiziert wird durch das Bruttoinlandsprodukt. Man kann natürlich sagen, ja gut, ich schöpfe noch mehr Geld, ich mache noch mehr Schulden, dann muss ich nicht erwirtschaften. Aber das geht natürlich, das ist ein Kettenbrief, der schnell zusammenbrechen würde. Ein Element in dem System, dieses Kettenbrief-System, aber wenn es kein reiner Kettenbrief sein soll, muss das Geld erwirtschaftet werden. Und nun ist es ganz einfach so, wenn im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt der Anteil der verzinslichen Geldvermögen und Wertpapiervermögen, wenn der immer größer wird, dann bedeutet das logischer und notwendigerweise, dass der Anteil der Arbeitseinkommen zurückgeht. Und das ist, was Sie hier sehen, national ein wenig unterschiedlich, aber doch ein ähnliches Gesamtbild, eben auch seit Mitte, Ende der 1980er Jahre, ein Rückgang der Quote der Arbeitseinkommen. Das schließt ein auch Selbstständige und freiberufliche Einkommen, also Arbeitseinkommen und nicht nur lohnabhängigen Einkommen. Und da Arbeitseinkommen und Kapitaleinkünfte zusammen sind immer 100%. Also Sie können hier vor Ihrem inneren Auge mit dem Niedergang der Arbeitseinkommen sehen Sie den Aufstieg der eben Zins- und Kapitaleinkünfte. Und das hat eben diese schieflaufende Einkommensverteilung zur Folge. Wir haben heute, wir sind de facto, ohne das zunächst erkannt zu haben, seit mindestens 20 Jahren in eine Phase eingetreten, wo es zutreffend gewesen ist, dass die Reichen immer reicher und die Armen ärmer werden. Und die Mittelschichten Mühe haben, ihren Status zu erhalten. Und vor der großen Krise 1929-30, vor der großen Depression, war es zum Beispiel in Amerika so, dass das 1% Spitzenverdiener vereinte auf sich oder nahm ein für sich bereits fast ein Viertel aller Einkommen überhaupt in der gesamten Wirtschaft. Und zuletzt war das wieder so, es ist wieder so geworden. Das muss natürlich korrigiert werden und hiervon ist übrigens, hat David Grabner abgeleitet, also diesen Spruch, we are the 99% und dieses 1% hier, die alles absahnen und die erzwingen, dass immer mehr Geld, also immer mehr Zinsen und Zahlungen entfallen auf ihre Geldvermögen, das wollen wir abstellen. Nicht? Das hat hier seinen Ursprung. Fazit zur Entstehung der Schulden, des Schuldenproblems. Einmal ist diese Staatsschuldenkrise nicht halt noch irgendeine Krise, die unverbunden für sich alleine nun auch noch aufgetaucht ist, nicht? Sondern in Wahrheit haben wir hier eine eng miteinander verbundene Kette von Krisen, die in einem engen interdependenten Zusammenhang stehen. Und ich würde sogar sagen, diese Staatsschuldenblase, das ist der schwerwiegendste Bestandteil überhaupt und die Fortsetzung eben der Bankenkrise und Finanzkrise, wie sie seit 07, 08 manifest geworden ist. Es ist nicht einfach, weil ein paar Politiker irgendwie nicht haushalten können, sondern das ist eine Krise unseres Geldsystems, die es erlaubt, eine so grenzenlos überschießende Chiralgeldschöpfung zu Wege zu bringen, obwohl das durch die realwirtschaftliche Entwicklung in keiner Weise gedeckt ist. Und die Krise, die wir jetzt haben, ist eben das Platzen dieser sehr großen Blase, eben des besagten Überinvestments in Staatsanleihen, das finanziert worden ist durch die überschießende Chiralgeldschöpfung.
Also eine fundamentale Systemkrise, und ich leite davon in die Schlussfolgerung ab, dass man die Probleme der Banken und auch die Probleme der Staatsschulden so lange nicht nachhaltig wird bereinigen können, solange man nicht auch die monetären Ursachen der anhaltenden Finanzkrise anerkennt. Also heute, man denkt immer über Finanzmärkte und Finanzakteure und was man da reglementieren und regulieren soll und was man erlauben und verbieten soll. Man denkt nicht nach über die monetären Grundlagen dieses Finanzsystems. Und die These, unsere These ist, man muss genau das an erster Stelle einbeziehen, die monetären Ursachen der Finanzkrisen, und dementsprechend muss man eben auch eine Reform der Geldordnung, insbesondere eine Reform der Geldschöpfung, in Kritik der Chiralgeldschöpfung in Betracht ziehen. Dazu noch ein kleines Bild, also wenn Sie es systemisch betrachten, im Sinne von System und Subsystem, kann man sagen, das Geldsystem ist sozusagen das Kernstück oder das Herzstück der Finanzwirtschaft überhaupt, sowie auch die Finanzwirtschaft in der modernen Gesellschaft, die Realwirtschaft, ihr vorgelagert ist und sie konditioniert und unter finanziellen Aspekten auch kontrolliert. In gleicher Weise konditioniert und kontrolliert die Geldwirtschaft die gesamte Finanzwirtschaft. Und von daher scheint es mir geradezu trivial zu sagen, systemanalytisch, ja, wenn ich will, dass, wenn ich Ordnung in die Finanzwirtschaft bringen will und möchte, dass das ein stabiles System wird, dann muss ich zunächst mal die Geldwirtschaft ordnen, dafür sorgen, dass wir ein stabiles und gerechtes Geldsystem haben. Das ist noch nicht die Antwort auf alles, aber das ist überhaupt die Grundlage. Alle möglichen Finanzmarktreformen werden sehr wahrscheinlich nicht sehr weit führen, solange das Geldsystem in Form der überschießenden Chiralgeldschöpfung durch die Banken, das von niemandem kontrolliert wird, wenn das einfach weiter existiert. Jetzt komme ich zu der Realität der Eurostaat-Schuldenkrise. Was haben die Regierungen gemacht? Ich kann ja nicht darauf eingehen, was sie hätten machen sollen, meines Erachtens. Sie hätten zum Beispiel nicht machen sollen, was sie tatsächlich gemacht haben. Die ganze Krisenpolitik hat angefangen mit einem Gesetzesbruch, mit einem sehr forschen Gesetzesbruch. In Artikel 125 des Lissabon-Vertrags steht, es ist einzelnen Mitgliedstaaten der Union verboten, für andere Mitgliedstaaten Verbindlichkeiten zu übernehmen. Steht da drin. No bailout. Das gibt es übrigens in den Vereinigten Staaten schon, ich glaube, seit den 1840er Jahren. Und es hat seither in den Vereinigten Staaten Dutzende von Zahlungsausfällen und Insolvenzen auf Staatsebene, auf Bundesstaatsebene und auf kommunaler Ebene gegeben. Und da kam niemand auf die Idee, die aus der Bredouille zu schlagen. Solidarität in Anführungsstrichen wurde da nicht verlangt, da gab es eine Pleite. Und die betroffenen Staaten und Kommunen mussten die Folgen ausbaden. Das bedeutet eben, dass sie dann jahrelang, 15 Jahre lang, keinen Zugang zum Kapitalmarkt mehr haben, einfach weil sie zuvor schlecht gewirtschaftet haben. Der Zentralstaat hilft da nicht. Es ist nie jemand auf die Idee gekommen, dass deswegen der Dollar in Gefahr sei, wenn sie das jetzt auf Europa übertragen, auf die Euro-Union. Wieso sollte der Euro in Gefahr sein, nur weil ein paar schwächende Nationalstaaten insolvent werden, nicht? Sondern das ist etwas, was man von vornherein, ich will keine Verschwörungstheorie entwickeln, ich weiß nicht, wie das Gerücht entstanden ist, aber jemand hat gesagt, wenn ihr nicht rettet, wenn ihr uns nicht rettet, dann bricht die Welt zusammen, wenn schon nicht gleich die ganze Welt, so doch zumindest der Euro bricht zusammen und damit wahrscheinlich überhaupt die Europäische Union. So. Wer könnte sowas gesagt haben? Das könnten zum Teil die Staaten gesagt haben, die denen mal schnell aus der Patsche geholfen werden sollte. Es könnten freilich auch die Banken gesagt haben, die in hohem Maße eben, wie ich Ihnen vorhin gezeigt habe, die Staatsanleihen dieser von Insolvenz bedrohten
schwächelnden Länder halten. Und die wollten natürlich nicht, nachdem sie nun vorher schon die Immobilienblase und den ganzen Credit Crunch da durchlaufen haben und also von Staats wegen gebürgt und gerettet werden und gestützt werden mussten. Und hier ist natürlich die noch viel größere Gefahr. Und dann sagten die natürlich, oder könnten gesagt haben, sehr spontan, also wenn ihr uns jetzt nicht rettet, geht die Welt endgültig unter. Und da ist jeder Gesetzesbruch recht, da kümmern uns die Euro-Verträge überhaupt nicht mehr. Was kümmert uns, was im Lissabon-Vertrag steht? Man hat sich ja auch schon vorher nicht drum gekümmert, aber die sogenannten Maastricht-Kriterien nicht, dass man höchstens 3% Haushaltsdefizit haben dürfe und höchstens 60% Staatsschuldenquote. Wobei ich mich auch bei diesen Zahlen schon immer gefragt habe, wo deren Rationalität herkommt. Aber nun ja, das sind eben so mehrheitliche Gremienentscheidungen, nicht so. Also man hat also aus diesen tatsächlichen oder unterstellten Gründen, man hat sich jedenfalls auf eine Bailout-Politik festgelegt. Und natürlich ist es so, dass diejenigen, die dann sich verpflichten lassen, Unterstützungszahlungen zu leisten, die möchten natürlich vermeiden, dass sie da ein Fass ohne Boden subventionieren. Und deswegen ist das immer, wie schon auch im Rahmen des Internationalen Währungsfonds, von Beginn an verbunden gewesen, im Falle Irlands, im Fall Griechenlands, mit der Verpflichtung auf mehr oder weniger drakonische fiskalische Konsolidierungsmaßnahmen. Also mit der Auflage, ihr habt sofort euren Haushalt in Ordnung zu bringen, eure Staatsfinanzen. Ihr müsst mehr Steuern einnehmen, ihr müsst die Staatsausgaben senken. Und wie auch immer, ihr braucht ausgeglichene Haushalte, sonst kriegt ihr kein Geld. Das trifft dann natürlich immer die Schwächsten der Schwachen an erster Stelle. Und das erleben Sie ja heute in Europa sehr stark. Das Ganze mündet nun in den Europäischen Fiskalpakt, also es wird systematisiert und institutionalisiert in Form des Europäischen Fiskalpaktes, der, wenn er von mindestens 12 Mitgliedstaaten ratifiziert worden sein sollte, 2013 in Kraft treten würde. Bin nicht sicher, ob das noch so weit kommt, aber also jedenfalls, das ist vorgesehen und dieser Pakt beinhaltet den nun doch mehr oder weniger feierlichen Schwur, also wir wollen jetzt endlich an die Kriterien halten, die wir uns selbst gegeben haben, diese Maastricht-Kriterien. Wir werden außerdem alle miteinander eine gleiche Staatsschuldenbremse einführen, solange, soweit wir das noch nicht haben. Und wir sind damit einverstanden, dass wenn wir diese Regeln brechen, der Europäische Gerichtshof uns also, dass wir verklagt werden dürfen und dass man uns zu schweren Sanktionszahlungen und anderen Dingen also heranziehen darf. So, die eigentliche Unterstützung war zum Teil situativ. Irland, Griechenland, auch schon mal Spanien, Portugal. Und sie ist formalisiert worden, institutionalisiert worden, zunächst durch eine Bailout-Bank. Das ist die jetzt noch vorhandene Europäische Finanzstabilisierungsfazilität EFSF, die von 10 bis 13 geht und die ersetzt werden soll ab 1. Juli, ersetzt werden wird durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus. Deswegen spreche ich jetzt vor allem über den, weil der übernimmt praktisch die Elemente, die auch schon in dieser Vorläufer-Bailout-Bank drin waren. Dieser Europäische Stabilitätsmechanismus selbst ist auch eine Spezialbank, man kann ruhig sagen, eine Bailout-Bank. Und das begann, da ist nun etwas drin, was sehr interessant ist. Man hat also, nachdem man das ja nun eigentlich nicht richtig leugnen konnte, dass man die ganze Zeit Gesetzesbruch begeht, hat man einen Artikel in den Lissabon-Vertrag eingefügt, der damit dann auch in Kraft tritt, dieser Artikel 136 Absatz 3. Und da steht drin, Bailout ist erlaubt. Und in Artikel 125 steht drin, Bailout ist verboten. Der gilt weiter. So. Also fällt einem an der Stelle natürlich sehr schwer, irgendwie nicht eine Bemerkung über juristisches Denken zu machen. Aber ich verstehe das nicht, wie so etwas zustande kommt, dass man in ein und demselben Gesetzeswerk, dazu noch von Verfassungscharakter,
schreibt man an einer Stelle rein, Bailout ist verboten, an der anderen Stelle schreibt man rein, Bailout ist erlaubt. Also, na gut. Also es ist jetzt nicht mehr illegal, was gemacht wird, aufgrund dieses Artikels 136.3. Dieser ESM hat ein höheres genehmigtes Stammkapital, das sukzessive abrufbar ist bei Bedarf. 700 Milliarden ist also eine stolze Summe. Und wenn man freilich die Gesamthaushalte der Eurozone zusammenzählt, relativiert sich das etwas. Aber dennoch, es geht hier um Summen, um die es bisher noch nie gegangen ist. Der Zweck ist, durch gemeinsame Stützungsprogramme dieser Stabilitätsmechanismus zusammen mit dem Internationalen Währungsfonds eben für insolvenzbedrohte Eurostaaten Stabilitätshilfe zu leisten. Und dazu kann diese Bailout-Bank nun Folgendes tun. Sie kann, wie bisher schon, Staatsanleihen sekundär am offenen Markt aufkaufen, wie das auch zum Beispiel die Zentralbank vorher schon getan hatte. Sie kann aber etwas machen, was eigentlich eine halbe Revolution bedeutet, etwas zugespitzt formuliert oder vielleicht eine finanzpolitische oder besser gesagt geldpolitischen Kurswechsel vorbereitet. Dieser ESM kann Staatsanleihen primär den Regierungen abkaufen. Und das bedeutet, dass hier zwar, also es gibt einen anderen Artikel, 123.1 im Lissabon-Vertrag, der besagt, diesen Artikel gibt es sinngemäß auch in der Schweiz, dass es der Zentralbank verboten ist, direkt zur Finanzierung des Staatshaushaltes etwas beizutragen. Dieses Geschäft soll den Banken vorbehalten bleiben, deswegen ist dieser Artikel 123.1 de facto ein Ermächtigungsgesetz für die Banken. Man hat nun aber in der Krise erkannt, auch der Staat braucht einen Lender of Last Resort, einen Retter in letzter Not, sozusagen die Feuerwehr, wenn das Haus brennt. Nicht nur die Banken brauchen das, der Staat braucht das auch. Und das hat er sich aber verboten, der Staat, beziehungsweise seiner Zentralbank. Und diese Bailout-Bank hier, das ist nun keine Zentralbank, es ist aber zweifellos eine intergouvernementale Staatsbank und es ist auch eine Staatsbank, die gewisse behördliche Befugnisse hat. Das erkennen Sie, wenn Sie die viertletzte Zeile betrachten, da steht drin, diese Bailout-Bank ist berechtigt, im gegebenen Fall Gläubiger, also den Gläubigerbanken einen Haircut aufzuerlegen per Dekret. Das kann eine normale Bank nicht, das kann nur eine Behörde, die entsprechende Interventionsbefugnisse hat. Also es entsteht hier eine interessante Gemengelage. So. Des Weiteren kann der ESM Darlehen an den Staat vergeben, er kann Hilfe leisten bei der Rekapitalisierung von Banken, sowohl direkt als auch indirekt. Er kann selber auch bei Banken Kredit aufnehmen, um seine Stützungsaktionen zu finanzieren. Und dieser ESM ist auch berechtigt, eigene Anleihen zu begeben. Das ist diese Idee der Eurobonds, dass alle zusammen Anleihen begeben, was zur Folge hat, dass die besser Dastehenden müssen einen höheren Zins bezahlen, als sie eigentlich müssten. Und die, die es überhaupt schwer haben, am offenen Markt noch sich zu refinanzieren, die würden also zu annehmbarer und sehr viel annehmbaren Konditionen hier also sich verschulden können. Und das hat man hier nicht verallgemeinert. Die deutsche Regierung ist dagegen. Aber im Rahmen dieses ESM hat man es nun implementiert, wenigstens für Stützungsaktionen. Also im Rahmen von Bailout-Aktionen, da hat man de facto Euro-Anleihen nun eingeführt. So, ich komme nun zur Politik der Zentralbank. Und die Zentralbank hat sich rhetorisch immer gegen etwas gewehrt, was die Japaner und die Briten und die Amerikaner schon fast selbstverständlich über viele Jahre hin getan haben, nämlich Quantitative Easing. Das ist, glaube ich, eine Erfindung unseres Freundes und Kollegen Richard Werner, heute Professor für Banking in Southampton ist. Der war damals in gewissen Funktionen in Japan und dem stammt wohl auch dieser Begriff Quantitative Easing. Und damit ist einfach gemeint, eine relativ hemmungslose, permissive Geldpolitik, die eigentlich über das hinausschießt, was sich seriöse Zentralbanken sonst
erlauben würden oder erlauben sollten, aber wenn die Not eben ist, dann muss man eben auch mal Notmaßnahmen ergreifen und dann wird Geldschwemme erzeugt. Das war in Amerika, ist das bekannt geworden durch Greenspan, die Japaner haben es vorher schon gemacht. Und trotz dieser rhetorischen Ablehnung war es de facto doch so, dass auch die Europäische Zentralbank das immer mehr gemacht hat und überhaupt nicht sich anders verhalten hat als die anderen Zentralbanken. Das beginnt mit einer Niedrigzinspolitik der Zentralbankzinsen. Das niedrige Niveau erlaubt es den Haushalten, fällige Schuldverschreibungen billig zu erneuern, bedeutet de facto negative Realzinsen für die Anleger oder anders gesagt Entschuldung durch Inflation. Die Inflation scheint relativ gering zu sein, bei 2,5 bis 3,5, 4%, aber der Zins ist noch niedriger. Ne? So, also, die Europäische Zentralbank hat außerdem Aufkäufe von Staatsanleihen ausgeweitet. Sie hat sukzessive die Qualitätsstandards für notenbankfähige Sicherheiten herabgesetzt, sodass auch nationale Notenbanken vermehrt ihren Banken vermehrt Geld zur Verfügung stellen konnten gegen Sicherheiten, die sie früher nicht akzeptiert hätten. Jetzt werden die also akzeptiert. Man hat die Mindestreserve herabgesetzt. Es hat etwas gegeben, was es überhaupt noch nie gegeben hat, nämlich langfristige Direktkredite der Zentralbank an Banken, 3-Jahres-Kredite in sehr großer Höhe, viele Hunderte von Milliarden. Das zeigt also schon die Not, die da vorhanden ist, nach Einschätzung der Zentralbanken. Das hatte zur Folge, dass die Bankenliquidität, also ihr Besitz von Zentralbankgeld, hat sich von 350, in nur 2 Jahren von 350 auf 100 Milliarden erhöht. An diesem Schaubild sehen Sie hier, wie die Schöpfung, die Flut von Zentralbankgeld eben zugenommen hat, um die weiterhin kleinen Banken immer wieder zu stützen und zu retten. Und Sie sehen hier in der dunklen Linie, dass also die EZB hier, die Europäische Zentralbank, keine Ausnahme macht, sondern immer schon munter bei diesen Geldmarktfluten mit dabei gewesen ist. Es ist etwas weiteres entstanden im Zuge dieser Krisenentwicklung, nämlich im Rahmen des europäischen, also des Euro-Zahlungssystems, das heißt Target 2, gibt es sehr große Settlement-Defizite in Höhe von, vor 3 Monaten waren es noch etwas über 500 Milliarden. Vorhin haben wir darüber gesprochen und da wurde gesagt, also das sei inzwischen schätzungsweise bei 700 Milliarden, ich weiß das nicht. Also Settlement-Defizit bedeutet, hier gibt es zwischen den Euronationen beziehungsweise zwischen den Zentralbanken der Euronationen Geldflüsse, die nicht stattfinden. Also es wird eine Überweisung oder Anweisung ausgeschrieben, sagen wir von Griechenland nach Frankreich oder so, oder von Spanien nach Deutschland, wie auch immer. Und das wird dann auch den Empfängerzentralbanken und Banken gut geschrieben, aber die Absenderzentralbank zahlt nicht, weil sie die Mittel nicht mehr hat. Also das sind offene Posten, das ist, wenn Sie so wollen, eine Art Zwang, eine Form von Überziehungskredit, den die EZB duldet, womöglich aktiv billigt und den auch die gläubiger Länder notgedrungen hinnehmen. Ja, warum? Weil sie befürchten, wenn sie daran rühren, dann könnte das womöglich der Punkt sein, an dem das System dann zusammenbricht. Also finden Sie sich irgendwie damit ab. Und es ist etwas hinzugekommen, was ich hier versäumt habe, noch mit aufzunehmen in diese Liste. Es gibt seit einiger Zeit, sehr verstärkt seit 2, 3, 4 Wochen, das ist also eine ganz neue Entwicklung, zusätzlich zu diesen Settlement-Defiziten in Target 2, gibt es die Emergency Liquidity Assistance, ELA-Kredite heißen die. Emergency Liquidity Assistance, ELA. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Überziehungskredit nationaler Zentralbanken bei der Europäischen Zentralbank. Es ist ein definitiver Überziehungskredit, der geht auch ohne Sicherheiten. Ne?
Nicht? Und es wird gesagt, ja, die nationalen Zentralbanken, die müssen dafür haften. Ja gut, wird man dann sehen, im gegebenen Fall, ob und wie sie das können. So, um das zusammenzufassen, Entschuldigung, also es handelt sich von Seiten der Regierung um eine Kombination aus Bailout-Politik und Austeritätspolitik und von Seiten der Zentralbank um eine inzwischen höchst permissive Geldpolitik. Und das beinhaltet Gefahren. Dieses Quantitative Easing, ein sehr großes Potenzial, noch nicht Realität, aber ein sehr großes Potenzial neuer Blasenbildungen, also neuer Asset Inflation und Asset Price Inflation und auch Verbraucherpreisinflation. Es sei denn, es gelingt, diese Geldschwemme bei Zeiten zurückzuholen oder sonst zu sterilisieren, wie das in der Sprache der Zentralbanker heißt. Ob das gelingt, ist freilich völlig offen. Ich persönlich bin sehr skeptisch. Ich glaube nicht, dass das irgendwie gelingt. Und wenn das also nicht gelingt, dann verfügen also die Banken über einen sehr massiv erhöhten Kreditmultiplikator. Nicht? Wenn Sie denken, das Verhältnis 6:8 Zentralbankgeld, was Banken benötigen für 100 Einheiten Chiralgeld. Wenn jetzt die Banken so viel Reserven haben, nicht? Die trauen sie sich nur noch nicht richtig, das Geld irgendwie auszugeben oder anzulegen. Dann ist natürlich zu befürchten, dass eben es wieder zu überschießenden Prozessen kommt. Es bleibt festzustellen, dass diese geübte Solidarität, in Anführungsstrichen sage ich das, ist von zweifelhafter Legitimität und vor allem auch von ungewissem Nutzen. Und das Risiko, auf alle Fälle das Risiko tragen die Steuerzahler in den Gläubigerländern und außerdem die schwächeren Teile der Schuldnerländer. Die tragen sozusagen, die müssen die Zeche bezahlen, wenn es denn zum Schwur kommt. Was mir sehr wichtig ist, ist Folgendes: Diese Bailout- und Austeritätspolitik beinhaltet einen Widerspruch von vornherein. Und dieser Widerspruch ist, glaube ich, unhaltbar. Und zwar besteht dieser Widerspruch zwischen der geforderten und sehr drakonisch verlangten fiskalischen Konsolidierung und der realwirtschaftlichen Erholung. Weil das funktioniert nicht. Nicht mal, wenn ich fiskalische Konsolidierung verlange, bedeutet das Deleveraging, bedeutet Verkürzung der Bilanzen. Ein Schrumpfen der Investitionen, ein Schrumpfen des Bruttoinlandsproduktes, Schrumpfen der Massenkaufkraft, mehr Arbeitslosigkeit und so weiter. Also die große Gefahr eines Depressions- und Deflationsprozesses. So. Je nachdem, wie streng und wie schnell ich das eben auferlege. Wenn ich aber realwirtschaftliche Erholung haben will, sprich mehr Wachstum, dann kann ich von denen nicht verlangen, sie sollen ihre Schulden zurückbezahlen. Das ist aber ein Problem. Natürlich müssen die Schulden irgendwie, das muss bereinigt werden. Aber es ist nicht möglich, beides gleichzeitig zu haben. Und ich denke tatsächlich, die große Schwachstelle ist eben diese den Menschen auferlegte, sich ziemlich unmenschlich auswirkende Austeritätsprogrammatik. Das ist aller Voraussicht nicht durchzuhalten. Und wenn das nicht durchzuhalten ist, also Sie sehen das heute an den Entwicklungen, Griechenland und Spanien, überall die Proteste nehmen zu. Die Franzosen und die Holländer haben auch keine Lust mehr, das zu machen. Die sind noch gar nicht tangiert, aber die sagen heute schon, oh, hey, das machen wir nicht. Und wenn diese Austeritätspolitik nicht funktioniert, dann ist es aber so, dass diese Bailout-Politik zu einem Fass ohne Boden wird. Dann zerbricht die Disziplin innerhalb zwischen den Zentralbanken in der Eurozone. Sehr erkennbar schon in diesen Emergency-ELA-Krediten. Es ist ja nichts anderes als Verfall der Disziplin unter den Zentralbanken. Also das ist schon sehr, also man muss schon sehr, sehr optimistisch sein, wenn man da also sagt, ja, das geht so und so und dann ist die Krise vorbei. Ich sehe das nicht. Also was sich da abzeichnet, egal wie Sie es machen, es sind immer solche Dinge involviert und salopp gesagt, das ist ein, egal welche Variante Sie wählen, es ist ein Jammertal von Heulen und Zähneklappern
Und soweit ich sehe, führt an diesem Heulen und Zähneklappern auch kein Weg vorbei, solange die eigentliche Ursache dieser Krise fortbesteht, nämlich das Giralgeldregime der Banken und die de facto geldpolitische Ohnmacht der Zentralbanken oder die Willigkeit der Zentralbanken, alles mitzumachen, was die Banken initiieren. Solange das fortbesteht, wird man diese Krise nicht nachhaltig lösen, weil es dann auch immer darum geht, dass die Bankbilanzen gerettet werden müssen und so weiter, und man die Banken angeblich nicht pleite gehen lassen kann und so weiter. Und eine Alternative ohne Heulen und Zähneklappern, das wird nach meiner Sicht der Dinge erst möglich, wenn man die Geldordnung reformiert und wenn man das Giralgeldregime aufhebt durch einen Übergang zu Vollgeld. Und damit komme ich zum dritten Teil meines Vortrages. Man muss dazu sagen, sagte ich vorhin schon, eine solche Geldreform ist kein Allheilmittel. Man kann mit einer Geldreform nicht alle möglichen Finanz- und Wirtschaftsprobleme lösen, nicht alle, aber doch die viele, manche, und man kann vor allen Dingen die wichtigste Voraussetzung für ein funktionierendes Finanzwesen damit legen. Man kann vor allen Dingen heute mitten in einer Staatsschuldenkrise, man kann sofort und unmittelbar, könnte man dazu beitragen, die Staatsverschuldung abzubauen innerhalb weniger Jahre, ohne dabei Forderungen und Verbindlichkeiten auf die brutale Schnelle kürzen zu müssen. Das heißt, die Banken müssten keinen Haircut befürchten und auch den Menschen müsste man nicht eine unmenschliche Austerität auferlegen. So, ich glaube, ich muss leider, obwohl es schon der Vortrag lange geht, ich weiß, aber ich muss ein paar Sätze, glaube ich, zum Vollgeld sagen, weil es nicht allen Anwesenden so gewärtig sein wird, was nun im Genaueren das heißen soll. Vollgeld ist ein Wort, eine Kurzform für vollwertiges gesetzliches Zahlungsmittel. Vollwertiges gesetzliches Zahlungsmittel. Und solches gesetzliches Zahlungsmittel, das stammt ausschließlich von der Zentralbank. Es stammt nicht wie das Giralgeld oder das Buchgeld von den Banken. Und eine solche Vollgeldreform realisiert im Wesentlichen drei bzw. vier Punkte, die hier stehen, je nachdem wie Sie sie zählen. Nämlich, eine solche Geldreform stellt das her, was Hans-Rudi Weber einleitend gesagt hat, nämlich die staatliche Geldsouveränität. Ja, das staatliche Währungs- und Geldhoheit, die wird uneingeschränkt wiederhergestellt, die ja durch das Giralgeldsystem vollständig unterlaufen worden ist. Das Geldregal als eine hoheitliche Prärogative, als ein Vorrecht von Verfassungsrang. Also alles Geld wird gesetzliches Zahlungsmittel und in diesem Sinne Vollgeld und es wird geschöpft von der unabhängigen staatlichen Zentralbank. Das beinhaltet, dass die Giralgeldschöpfung der Banken beendet wird. Das ist im Übrigen kein unerhörter Vorgang. Wir haben ein historisches Vorbild dafür, vor 100, 150 Jahren. Damals wurde die privaten Banknoten wurden damals ausgeschleust in ganz Europa zugunsten des Monopols der Zentralbanken auf Banknoten. Also wir haben seither in Europa das Banknotenmonopol der Zentralbank. Und es ist einzelnen Banken nicht mehr erlaubt, eigene private Banknoten in Umlauf zu bringen. Der Grund dafür war, dass ja, man hatte das sehr stark von Ende des 18. Jahrhunderts bis Mitte des 19. Jahrhunderts private Banknoten. Die haben ähnliche Probleme verursacht, nur nicht auf so gigantischer Stufenleiter wie heute das Giralgeld. Und diese immense Blasenbildung, die Bankenkrisen, die Bankenpleiten, der Verlust von Einlagen der Kunden bei den Banken, alles das hat es damals immer und immer wieder gegeben. Und man sagt, man muss das beenden, man muss Kontrolle über das Geld zurückgewinnen. Woran man damals noch nicht gedacht hat, das war eben das Giralgeld und deswegen ist eigentlich im Verlauf des ganzen 20. Jahrhunderts wurde das Geldmonopol der Zentralbank wurde de facto unterlaufen und ausgehebelt durch die Entwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, den wir ja alle sehr schätzen, weil er sehr bequem ist, ne? Und weil er im Übrigen auch sehr billig ist. Und das muss also korrigiert werden, so wie damals private Banknoten
zu Zentralbanknoten wurden, so muss heute eben auch das unbare Geld, die Geldguthaben auf den laufenden Konten, wieder Geld der Zentralbank, Zentralbankgeld in diesem Sinne Vollgeld werden. Drittens, ein ganz wichtiger Punkt, neues Geld, also zusätzliches Geld zu dem, das schon vorhanden ist, dass die Zentralbank nach eigenem Ermessen schöpft, weil sie denkt, die Wirtschaft wächst um so und so viel, es muss die Geldmenge um so und so viel mitwachsen. Dieses neue Geld soll in der Regel unverzinslich und unbefristet durch öffentliche Ausgaben in den langfristigen Umlauf gebracht werden. Es schließt allerdings nicht aus, sondern durchaus ein, dass im kurz- und mittelfristigen Ausnahmefall man neues Geld auch weiterhin wie bisher per verzinslichen Zentralbankkredit an Banken in Umlauf bringen kann. Wichtig ist, dass ab einem bestimmten Stichtag, einem Tag der Reform, die Zentralbank das ausschließliche Recht erhält, zusätzlich zu ihren Banknoten und zu den Münzen auch alle unbaren gesetzlichen Zahlungsmittel zum Gebrauch auf Geldkonten und mobilen Geldspeichern, das in Umlauf zu bringen. Dazu braucht es in der Schweiz eine Änderung oder mehr eine Spezifizierung. Artikel 99 der Bundesverfassung, noch andere, brauche ich hier nicht auszuführen. Und die unabhängige Zentralbank wird damit noch mehr das, was sie de facto schon geworden ist in den zurückliegenden Jahrzehnten, nämlich die oberste Geld- und Währungsbehörde, wenn Sie so wollen, in der Tat eine unabhängige vierte Gewalt im Staat, daher der Begriff der Monetative in Anlehnung an Legislative, Exekutive, Judikative. Und diese Monetative besitzt durch ihr Geldmonopol die vollständige Kontrolle über die Geldmenge. Sie besitzt keine Kontrolle über die Geldverwendung. Das ist Sache der Bürger, das ist Sache der Banken, das ist Sache der Unternehmen, aber sie besitzt die Kontrolle über die Geldmenge. Das ist die entscheidende Grundlage. Und das ist die entscheidende Voraussetzung für eine stabile Geldwirtschaft. Es hat des Weiteren zur Folge, dass der Geldschöpfungsgewinn, der heute zum größeren Teil von den Banken eingestrichen wird, ohne dass das in irgendeiner Statistik ausgewiesen wird, schwer zu ermitteln, wie hoch das eigentlich ist. Also der Gewinn aus der Geldschöpfung, die Seigniorage, würde ungeschmälert den öffentlichen Haushalten zugutekommen. Und was nun die Eurozone anbetrifft und die Staatsschulden der Eurozone, dieser Artikel 123.1 Lissabon-Vertrag, der müsste entweder aufgehoben oder dahingehend geändert wird, dass das, was er verbietet, ab dann erlaubt ist. Dass also Artikel 123 ausdrücklich erlaubt, dass den Zentralbanken zur direkten Finanzierung der Staatshaushalte im Rahmen ihrer unabhängigen diskretionären Geldpolitik und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und so weiter beitragen können. So, ne? So. Und das würde die Rolle der Zentralbanken doch ändern, in der Weise, wie schon angedeutet. Sie wären nicht mehr nur Feuerwehr, wenn es brennt, eine refinanzierende, fraktional refinanzieren, was die Banken an Initiative vorgeben, sondern sie wären zuerst und vor allem wieder Issuer of First Instance, also Geldausgabequelle in erster Instanz, einziger Instanz. Und genauso wichtig oder fast noch wichtiger, die Zentralbank soll beide Funktionen nicht mehr nur ausüben als Bank der Banken, sondern sie soll auch wieder, was sie ursprünglich ja auch gewesen ist und wieder sein, wieder werden soll, sie soll auch Bank des Staates sein, wieder werden. Nicht ausschließlich. Sie soll ruhig weiter Bank der Banken bleiben, aber wichtig ist, dass sie wieder offen Bank der Banken sein darf. So, eine solche Reform hat eine ganze Reihe Vorteile. Das Geld kann nicht mehr verschwinden. Es gibt keine prozyklische, also in den Konjunktur- und Börsenzyklen keine überschießende Giralgeldschöpfung mehr, keinen billigen Treibstoff mehr für immer mehr spekulative Leverage. Gibt eine effektive Kontrolle der Geldmenge, Inflation wäre unter Kontrolle. Sehr wichtig für die Staatsschuldenkrise sind die letzten beiden Punkte. Die öffentlichen Haushalte haben heute schon Zentralbankgewinn. Also die Zentralbanken sind ja in den meisten Industrieländern inzwischen staatliche Banken oder in staatlichem Mehrheitsbesitz und sie haben von daher einen Zentralbankgewinn und der wird dem Finanzminister überwiesen. Das ist heute schon so.
Nur, das ist relativ wenig, obwohl es mehrere Milliarden sind oder auch mal 2-3 Dutzend Milliarden, es ist relativ wenig Geld im Vergleich zu dem, was in einem Vollgeldsystem an Seniorage für die öffentlichen Kassen anfallen würde. Das wäre in der Tat ein Mehrfaches davon, womit man eben erhebliche Teile des Staatshaushalts finanzieren könnte. Und durch diesen Übergang, nicht, dass das alte Chiralgeld, dieses private Bankengeld, muss ja ausgeschleust werden, der Bestand, und ersetzt werden durch neues Vollgeld der Zentralbank. Und durch diese Substitution, durch diesen Übergang, gibt es eine einmalige, buchstäblich einmalige Extraseniorage, die sehr hoch ist, sodass es möglich ist, eben dadurch die vorhandenen Staatsschulden zu einem erheblichen Grade abzubauen innerhalb von 1, 2, 3, 4 Jahren, eben ohne dieses Heulen und Zähneklappern, nicht, ohne die Gläubiger zu prellen und ohne nun, die Wirtschaft schrumpfen lassen zu müssen. Dazu will ich Ihnen abschließend, das ist jetzt wirklich abschließend, noch 2, 3 Zahlen sagen, aber die Schweiz betreffend. Wie hoch wäre diese laufende Seniorage, dieser Geldschöpfungsgewinn, den die Schweiz hätte aus einer solchen Reform? Hier die obere Zeile. Und wenn Sie also davon ausgehen, von diesem Prinzip der potenzialorientierten Geldmengenschöpfung, also das bedeutet, dass die Geldmenge in etwa, grosso modo, sich ausweiten soll im Zuge des gesamtwirtschaftlichen Wachstums, dann würde man also, dann haben Sie hier eine Kolumne, da sehen Sie M1, das ist die real zirkulierende Geldmenge, die beträgt 463 Milliarden Schweizer Franken, das war im Jahr 2011, und wenn Sie nun sagen, gut, das wächst um in erster Annäherung um 1, 2, 3%, dann sind das 4,6 bis etwa 14 Milliarden Franken, und damit könnten Sie 2,5 bis 7,5% des gesamten öffentlichen Haushalts der Schweiz finanzieren. Das ist kein Pappenstiel. Das ist eine gewaltige Menge Geld. Das wäre eine große Entlastung, wie immer das in der nationalen Politik umgesetzt wird, in Form von Steuerkürzungen oder in Form von mehr investiven Staatsausgaben. Damit kann der Souverän, das Parlament, im Zuge seiner Haushaltspolitik bestimmen, was es will. Nicht? Die Sache sagt zugleich, dass sie auf diesem Wege nicht den Staat finanzieren können, was einem ja leicht unterstellt wird. Es soll keine Vermischung von Geldpolitik und Fiskalpolitik geben. Das soll weiterhin eine strenge Trennung bestehen. Aber dieser Gewinn aus der Geldschöpfung wäre eben doch ein wichtiger Beitrag für den laufenden Haushalt, der es den Haushältern leichter machen würde. Jetzt noch zum Schluss diese einmalige Übergangsseniorage, speziell für die Schweiz. Die Schweiz, muss ich dazu sagen, ist hier nicht typisch für die Industrieländer, sondern in der Hinsicht wirklich, sagen wir mal, Insel der Seligen. Also nicht in jeder Hinsicht, aber in der Hinsicht ganz bestimmt, denn das ist völlig untypisch, was Sie hier sehen. Also nehmen wir mal das Jahr 2010. Die Geldmengen, die hier zu substituieren wären, sind eine Dreifache. Fangen wir links an, das ist das Chiralgeld im Publikum. Das umfasst das, was in der Schweiz auf Girokonten und Transaktionskonten sich befindet. Das ist der größte Brocken, 386 Milliarden. Dazu kommt das Interbankenchiralgeld, von dem ich schon gesprochen habe, das in der Geldmengenstatistik nicht ausgewiesen wird, aber vorhanden ist. Ne? Inwiefern man die Reserven, die bei der Zentralbank damit einrechnen muss oder nicht, können wir hier mal weglassen, ist ein relativ kleiner Posten. Sie haben insgesamt einen zu substituierenden Bestand an Bankengeld in einer Größenordnung von etwa 530 bis 550 Milliarden Schweizer Franken. Die Staatsschuld in der Schweiz beträgt aber nur 209 Milliarden Schweizer Franken. Wenn Sie nur das Rechenexempel, wenn Sie das sozusagen, das ist nur ein Denkmodell, nicht? Man wird in der Wirklichkeit das ja nicht 100% umsetzen, es geht auch gar nicht, aber man könnte damit hypothetisch also die Schweizer Staatsschuld 2 bis 3 Mal tilgen.
Ich glaube nicht, dass es vernünftig wäre, das zu versuchen. Also es ist auch gar nicht nötig, die Staatsschulden um 100% zu tilgen. Man soll ja die Finanzmärkte nicht zu sehr durcheinander bringen, beziehungsweise die Portfolios nicht zu sehr im Verlaufe von zwei, drei bis fünf Jahren zu sehr gewaltige Portfolio-Umschichtungen erzwingen. Nicht? Deswegen ist es auch nicht nötig, die Staatsschuld auf null herunterzufahren. Aber es ist natürlich nötig, Staatsschulden von 100, 200%, 120%, 80% Staatsschuldenquote, die auf 20, 30, 40% herunterzubringen. Dann wäre, wäre das Staatsschuldenproblem gelöst. Also die Schweiz hat da sozusagen überhaupt kein Problem und kann wunderbar dann noch in Bildung und Forschung und Infrastruktur und zur Förderung brillanter Köpfe und so weiter Geld investieren. Wir sind ja hier an der Universität. Sie sehen hier im internationalen Vergleich, also wie das, dass es in der Eurozone nicht so rosig aussieht. Hier also EU-17, das ist die bestehende Euro-Gruppe und darunter nochmal habe ich speziell Deutschland hingeschrieben. Also in der Eurozone kann man auf dem Wege einer Vollgeldreform im Verlauf einiger Jahre, aber doch etwa 50 bis 60% der bestehenden Staatsschulden tilgen. Das reicht bereits. Dann sind sie in einem Korridor von eben den besagten 35, 40 bis vielleicht 60% Staatsschuld. Und dann wäre das Thema vom Tisch. Das Schuldenproblem wäre erledigt. Allein die Perspektive darauf würde von heute an, es gäbe keine aggressive Spekulation gegen schwache Länder mehr, von heute auf morgen. So, das ist, was ich Ihnen vortragen wollte. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre anhaltende Aufmerksamkeit, trotz der Länge des Vortrages. Vielen Dank.